alles auf der rechten Seite. Meine Einzelzelle, wo ich da mit dem Kiefer war, die war auf, ja, irgendwo in der Mitte, mittig auf der rechten Seite vom C-Flur. C3 oder C4. Ich bin der Meinung C3. Also jetzt gerade ist es bei mir C3. Ganz klar irgendwie. Beim letzten Mal war ich mir irgendwie nicht sicher, aber ja, und Bernardi, mit dem hatte ich dann ja diese breitere Zelle, ganz am Flurende, dann auch auf C3. Bernardi, das war so, ich glaube, so Emsländer irgendwie. So ein ganz kleiner, pummeliger, was heißt pummelig, so, aber kräftig, so ein rundes Gesicht, so ein fröhlicher Junge einfach. So ganz einfach gestrickt, auch sehr ruhig und zurückhaltend, aber auch sehr süchtig, ne? Hochgradig süchtig und dadurch halt auch kriminell gewesen. Oder vielleicht immer noch, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Der kam da aus dem Umland irgendwo, also viel näher als ich auf jeden Fall. Und ja, im Grunde wirklich viele Erinnerungen habe ich an den nicht. So, also seine Eigenschaften kann ich noch gut benennen, ne? Also war sehr höflich, freundlich, lustig auch. Man konnte gut lachen mit ihm, hat auch gekifft, wir haben immer gekifft, Backgammon gespielt. Ja, also wirklich ein wirklich ernsthafter Austausch wie mit dem Freund und reden war ja zu der Zeit auch immer noch nicht. Das kam so nie zustande, deswegen kann ich nicht wirklich sagen, wer das ist. Also ja, wieder mal kann ich sagen, was ich mit den Leuten gemacht habe und wie er sich verhalten hat, aber wer er war, kann ich auch hier nicht sagen. Aber er ist mir positiv in Erinnerung geblieben und halt wegen diesem Medikamentenvertausch, ne, ist er mir auch in Erinnerung geblieben. Da hat er gelitten. Wir haben auch relativ oft, das weiß ich, wir haben relativ oft gekifft, aber wir hatten nicht großartig Mengen oder so, ne. Aber der hat immer von seiner Mutter Geld zugesteckt bekommen und so. Der konnte sich jede Woche hat er Besuch gekriegt und so. Manchmal auch zweimal ist seine Schwester mit ihrem Freund noch gekommen oder sonst was, ich weiß nicht, oder sein Bruder mit seiner Freundin, ich habe keine Ahnung. Hat er immer so 50, 100 Mark gekriegt, ne? Und dann hat er so 10, 20 Mark genommen für den Tabak und so, Süßigkeiten. Und der Rest alles immer in Hasch investiert. Und wenn du alle 2, 3 Tage neues Geld kriegst, alle 5 Tage, 10 Tage spätestens. Also der hat immer selber auch Teile gekauft. Und weil er immer Geld hatte und immer bezahlt hat, hat er auch immer gute Teile gekriegt. So. Ich bin der Meinung sogar, dass ich eine Zeit lang auch ihm, wenn ich Geld gemacht habe, in die Hand gedrückt habe, okay, kauf mal. Weil er einfach seine Jungs da aus Emden und Emsland da alle weißt, kungeln miteinander, kommst du dann auch, ich hab mit denen auch nichts zu tun gehabt, weißt du, mit den Leuten, mit denen er sich in der Freistunde zum Beispiel unterhalten hat, mit denen er unterwegs war, das sind alles irgendwelche Emsländer gewesen da. Die kommen da alles aus Friesland, Friesen, da, also die reden platt auch. So, ob er platt kann, weiß ich nicht, aber so mit den solchen Jungs hing er da rum und so, alles so seine Leute halt irgendwie, ne? Aus diesem Fechteran, Lohne, Dingklage, was da alles dann noch hin, und noch weiter raus bis zu Friesland, halt, wo es nur noch flach wird dann. Weil die Leute schon Tag bevor sie kommen siehst. Ja, irgendwo da, Emden-Umgebung, ein kleines Kaff da. Ja, und die Jungs, die finden sich alle im Vollzug. Die brauchen sich nicht so. Die erkennen sich aber auch. Irgendwie, das ist ein eigener Schlagmensch auch, so dieses ganz Nordisch da. Je weiter das weggeht, so umso genauer kann man die fast an der Optik auch erkennen. Wie ich hier sehe, das ist ein Russe von Weitem oder so. Also man sieht das halt einfach irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, mit seinen Kumpels da hatte ich nicht so viel zu tun. Ne? Natürlich auch mal Hallo gesagt, auch mal ein paar Worte gewechselt, aber wie die alle hießen und so. Ich habe nicht mein Gesicht vor Augen. Der hat, also dem ging es ganz gut. Der war ganz ruhig, keiner, der hat nie Stress gehabt. Also das war wirklich einer der wenigen, den Fechter so, der war unsichtbar. So, der hat sich einfach unsichtbar gemacht. Dem konnte keiner was, weil der einfach auch alles ignoriert hat irgendwie so. Ganz ruhig, wie gesagt, so. Lange Gespräche waren nie mit dem. Sehr unproblematisch. Einer der besten Spannmänner, die ich hatte. Ganz einfach zu handeln. Ganz ruhig. Lass dir deine Ruhe. Kümmert sich auch um alles. Sauber auch. Gepflegt. Geht regelmäßig duschen, macht die Zelle sauber. Klo putzen, kein Problem für ihn. Für mich auch nicht. Wenn die Zelle sauber halten, muss sie sauber gehalten werden. Macht ja sonst keiner für uns. Und einen unterdrücken, dass er mein Klo sauber macht, habe ich keinen Nerv drauf. Warum auch? Und er noch viel weniger wahrscheinlich als ich.
für mich kommt das schon nicht in Frage, aber das so weit hat er bestimmt nicht gedacht. Obwohl man sich immer wieder, auch wenn man das nicht macht, über diese Bello-Wach-Aktion bepissen kann vor Lachen. Wenn dann tatsächlich dann mal wieder einer mit dem Helm auf dem Kopf und der Klobe ist in der Hand auf dem Klo sitzt und die ganze Nacht das Klobe wachen muss. Bello-Wache ist im Fecht ein fester Begriff, ne? Also damals auf jeden Fall gewesen auch. Hast so einen ätzenden Spannmann auf der Hütte, Alter, der wesentlich kräftiger ist als du und du dem auf den Sack gehst, konnte es den Fechter durchaus mal passieren, dass du mit dem Eimer auf dem Kopf auf dem Klo sitzt, mit Klobürste in der Hand und die ganze Nacht der Scheiß ausbewachst. Und fall bloß nicht runter. Gibt's einen Tritt für. Und wenn du wieder sitzt und stramm. Sieht so aus wie einer von den Engländern dabei, vor dem Schloss, ne? Mit so einer Mütze auf dem Kopf und so einer Lanze in der Hand. Jawohl, bewacht das Scheiß aus. Ja, nee, das kam für ihn und für mich nicht in Frage, so eine Aktion. Und wie gesagt, also sehr umgänglicher Typ. Nö, bei uns auf den Zellen gab es sowas nicht. Aber das passiert immer wieder, dass du irgendwelche Leute hast, ne, denen das passiert. So, und natürlich wird das auch erzählt, wenn das passiert ist. Passiert meistens so auf 4-Mann-Zellen, wo sich 2 noch hochschaukeln können. Komm, und jetzt? Weißt du? Ganz ätzende Aktion. Die lassen einfach nur Frust ab, weil sie nicht wissen, gerade wohin damit, ne? Sitzen in U-Haft oder sonst was und dann passiert sowas passiert da, klar. Und Fechter ist halt noch so eine Stufe herber, auch so ein bisschen. Einer ist geiler wie der andere, ne? Das sind nicht mehr alle so, aber es ist halt auch dieser für junge Erwachsene und Jugendliche, die im Jugendvollzug nicht mehr tragbar sind. Einfach, weil sie auch körperlich stärker sind wie die meisten eventuell, ne, kräftiger sind und dann echt auch Probleme machen. Ne? Also im Kopf halt auch trotzdem erst 15, 16, 17 sind. Ja, so Rangeleien gab es dann immer wieder auch. Ich bin einmal mit einem deutschen Jungen, das war aber auf dem B-Flur, bin ich aneinander geraten, auch langhaariger. Der hat gleichzeitig mit mir angefangen auch zu pumpen und so. Und bei dem ging das ziemlich schnell im Körperaufbau, ähnlich wie bei mir so. Und der musste sich dann immer testen. Dann irgendwann hatten wir uns einmal kurz und dass er einmal mit dem Kopf an der Wand geditscht und ich einmal gegen das Gelände und dann war schon Beamte da und dann hinterher immer gedacht, Alter. Also haben wir dann drüber gelacht, ne, irgendwie. Weil irgendwie war das hat schon gelangt für uns, um unsere Spannung, die zwischen uns war, abzubauen, ne. So, weil es dabei ist, ich klatsche her mit dem Kopf an, wenn ich nicht mit dem Kopf an Gitter und beide mussten schon grinsen, ne. So, da war ich schon klar voll die hohle Aktion, was wir gerade abziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. So ein Sommersprossiger mit längeren Haaren, so. So. Draußen auch so eingefallen. Weiß ich nicht mehr, wie er hieß, aber der war auf B3 war der mit mir. Ja, B3. Muss das gewesen sein. Auf dem gleichen Flur irgendwo. Ganz am Anfang auch noch war der schon da und später, als ich wiedergekommen bin. Der war dann auch irgendwann auf dem C-Flur noch und weil er da irgendeine Maßnahme gemacht hat und so. Ich habe den immer wieder, als er vielleicht auch war, ist er mir die ganze Zeit über den Weg gelaufen. So, das war bei mir im Grunde so das einzige Mal, dass ich da wirklich jetzt irgendwie mit Beamten, ja, wegen Zahnding und so, ne, klar. Aber so mit anderen Mitgefangenen, ja. Jetzt im Nachhinein kann ich, glaube ich, sagen, dass ich da auch, weiß nicht, viel Glück gehabt habe oder einfach die wenigsten was von mir wollen, irgendwie, keine Ahnung. Nicht, weil ich den Kante bin, ganz im Gegenteil, sondern, weiß nicht, vielleicht, weil sie mich mögen oder so, weil ich den Leuten von Anfang an sympathisch bin oder so. Ich habe keine Ahnung. In Hameln war es ein bisschen schlimmer, so, da, klar, Gruppenvollzug, ne. Da gehen ja auch die Türen wieder zu, hat man Zeit, sich zu beruhigen oder ein bisschen Sport zu machen. Und Benadi war einfach unsichtbar, ne? Den gab es einfach gar nicht. Von dem wollte nie irgendwer irgendwas. So. Wenn er was wollte, hat er es bezahlt, hat Geld gehabt. Und keinen Vertrag gemacht. Ja, ich schulde dir einen Gefallen oder Geld oder so. Nie, der hat nie so Kommissionsdinger gemacht. Wer kann es bezahlen oder lässt es? Nee, also derzeit war das Gefühl dazu ziemlich stumpf, dass ich keinen Besuch kriege. Ja, so ein bisschen wehmütig bestimmt zwischendurch. Aber eigentlich ist es im Normalfall so gelaufen, wir haben 2 Eimer geraucht, bevor er zum Besuch gegangen ist. Meistens. Noch eben die Reste wegrauchen, die da waren. Und dann kommt neues Geld. So, und da freue ich mich natürlich, bin ich 2 Stunden, 3 Stunden voll dicht, bis er vom Besuch wieder da ist oder so nach 1,5 Stunden, bin ich immer noch voll breit.
dann ist schon wieder Geld, dann geht bald die Tür auf freie Stunde, alles klar, kaufe ein paar neue Teile. Tue ein bisschen draußen durch die Sonne. Also ich kann mich erinnern, so bei ihm, das hatte ich noch irgendwie, ich glaube, der, so der letzte Sommer irgendwie war das, bevor ich dann entlassen wurde. Also ich bin der Meinung, ich habe nur T-Shirt-Wetter mit dem, so mehr oder weniger noch gehabt. So.